Erstens, mein Name ist Andreas Vogt. Ich habe ja schon die meisten heute den ganzen Tag mitbetreut. Ich glaube, so fast, man sieht so wenig, ne? So 50-60% der Leute, die hier sind, die sind schon seit heute Morgen 11 Uhr dabei. Ist das richtig? Ja. Ja, hervorragend. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht bisher. Ja. Nur ja antworten. Auch schön. So, ja, herzlich willkommen. Wir setzen eine gewisse Tradition fort, denn dieses Kinofilm gucken für ein Musical, das ins Theater des Westens kommt, das ist gar nicht so unüblich. Wir haben Dirty Dancing gemacht, Mama Mia, Tanz der Vampire, Chicago und. Das hat sich so ein bisschen eingebürgert. Wir freuen uns, dass wir diesmal das in einen etwas anderen Rahmen machen. Und zwar auch mit Fans der Künstler und eventuell auch der kommenden Produktion. Deswegen schön, dass ihr alle hier seid und natürlich mit einigen Partnern. Heute Vormittag war die Presse da. Und bevor ich jetzt ganz viel erzähle, was wir jetzt noch vorhaben und, würde ich erstmal sagen, Andrea, wir spielen die 15. Produktion jetzt im Theater des Westens. Und das auch noch Ghost, das wird eine Deutschlandpremiere werden, wenn man das so sagen darf, ja? Ja, es ist die Premiere in Deutschland. Die deutschsprachige war ja in Linz, aber in Deutschland wird es dann zum ersten Mal für uns zu sehen sein. Also Deutschlandpremiere. Okay, Ghost, was macht das Musical aus zum Film? Es ist gerade aufgezählt, das, was wir hier schon an Filmen gesehen haben. Es liegt natürlich daran, dass Musicals sehr oft auf Filmen basieren. Ne? Man sucht ja immer einen Stoff, der vielleicht auch schon bekannt ist. Und ich glaube, Ghost, also zumindest für alle, die älter als 25 sind, ist ja einer der wirklich großen Filme der 90er Jahre, kam 1990 raus. Also ich kann mich da noch gut dran erinnern. Ich war durch Dirty Dancing und Fackeln im Sturm natürlich unsterblich. Weiß ich nicht, wie das. Ja, gell? Ja, danke. Und natürlich auch Demi Moore für Whoopi Goldberg war es der große Durchbruch. Und es ist eigentlich sehr erstaunlich, dass es so wahnsinnig lange gedauert hat, bis da jemand ein Musical draus gemacht hat. Denn es kam erst 2011 in London heraus, lief dann auch am Broadway. Aber wir zeigen jetzt tatsächlich eine eigene Produktion. Das heißt, also die Musik von Dave Stewart und Glenn Ballard. Dave Stewart, für alle, die jetzt nicht genau wissen, wo ich den Namen schon mal gehört, ist zum Beispiel ein Teil von Eurythmics. Ne? Ich glaube, das ist das, was er am bekanntesten gemacht hat. Hat er schon ein Musical geschrieben, Barbarella. Die Musik ist original, natürlich haben wir auch die berühmte Unchained Melody da drin, aber es ist eine eigene Produktion. Und die Töpfer-Szene. natürlich. Es gibt ja so, im Englisch sagt man iconic moments, ne? Also ikonische Momente, die jeder Film hat. Also bei Dirty Dancing ist es natürlich mein Baby gehört. Ich habe die Wassermelone getragen. Ich habe die Wassermelone getragen und bei Ghost ist es natürlich ganz klar die berühmte Töpfer-Szene, die ja sogar präsentiert wurde in die Nacht der Kanone. So, aber wir haben zusammen mit dem Landestheater in Linz das Stück quasi neu inszeniert. Ich glaube, das passt auch ganz gut, weil es einfach für den deutschsprachigen Raum natürlich besser aufbereitet ist, aber die wichtigen Dinge sind alle in dem Stück und ich freue mich wahnsinnig, dass ich das hier sein möchte. Ich hoffe, Sie auch. Herzlichen Dank. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, ja. Weil ich das auch immer gefragt werde, das ist ja jetzt keine Zaubershow, ne? Also es geht ja eigentlich um was anderes, ist ja eigentlich eine ganz große Liebesgeschichte, ja. Aber natürlich, wenn man sich an den Film erinnert, sind da natürlich so Momente, wo magische Dinge auf der Bühne passieren und da bin ich mal gespannt, was die da sagen werden im Dezember, denn wir haben da extra einen Magier, einen Zauberer für engagiert, der diese Tricks sozusagen für die Bühne aufbereitet hat. Also Karl und Sam müssen irgendwie davonfliegen, wenn sie sterben und auch wenn er sich erinnert, dieser Moment, wenn ein Geist in einen Menschen hineingeht, also all diese Dinge werden auf der Bühne gezeigt und ich finde das sehr, sehr gut für mich. Hervorragend. So, und da wir beide nicht so attraktiv sind wie unsere Hauptdarsteller, würde ich sagen, holen wir sie mal nach unten. Herzlich willkommen. Charmant wie immer. Und ein ganz langer Applaus. Ein ganz langer Applaus. Komm zwischen uns. Ja, hervorragend. Andreas, müssen. Danke, Alex, danke. Entschuldigung, mir ist nichts Besseres eingefallen. Okay, ja, schön, dass ihr da seid. Die erste ganz doofe Frage, die ich stellen musste, musstet ihr töpfern lernen? Ja, ich habe
monatelang. Nein. Wir haben die in so eine kleine Sache 2 Wochen hier schon gemacht, als Köster und so. Und da haben die ein bisschen was gelernt, aber es kann noch vieles. Also wir haben ja beim Audition auch nicht singen lassen, denn die mussten Vortrag fahren. Hauptsache sie kommen, sind die sicher. Ich muss das alles nur kaputt machen. Also ich glaube, das, was ich töpfer, will sowieso keiner haben. Der Kunstprofi, der Freak. Ich bin ja nur der sich immer wundert, wo du nachts immer bist. Wenn ich mich umdrehe, bist du dann immer töpfern. Also ich will, dass du jetzt wegkommst. Also von daher, ich muss es wirklich machen. Wie ist das so, jetzt in so eine Stapfen zu treten? Demi Moore, Patrick Swayze, das sind ja schon Charaktere, die, ja, da muss man natürlich sich eventuell dran orientieren oder das selber mitbringen. Ja, also für mich, ich bin natürlich, war ein Riesenfan von dem Film, in Riesenfilm und fand Demi Moore damals auch unglaublich toll. Ich habe natürlich aber keine dunkle Haare, also das ist schon mal was ich dann nicht mitbringe. Und ich schaue natürlich gerne, was sie macht und auch vor allem, was der Regisseur und Autor mit dem Film da gemeint haben und machen wollten. Aber ich habe auch jetzt ganz viel Bock, meine eigene Kreation daraus zu machen. Ja, ich meine, wie du ja gerade schon gesagt hast, dass die beiden haben natürlich auch ein Stück weit Filmgeschichte geschrieben mit diesem Film, mit diesen beiden Rollen. Und diese Fußstapfen sind immer wahnsinnig groß. Aber wie gesagt, das Schöne ist ja auch, dass wir unsere eigene Version dann auch daraus machen, dass wir unsere Version spielen, das genauso natürlich auf die Bühne hoffen zu bringen, wie die beiden damals für die Kamera. Und es muss ja irgendeinen Grund haben, warum wir beide jetzt hier spielen. Ne? Also werden wir schon gehen. Aber ich meine, die Erwartung, auch für mich natürlich, die Herausforderung, die Verantwortung in so einer Rolle zu schlüpfen, ist immer sehr groß. Aber das spornt mich auch an und ich freue mich wahnsinnig auf diese Rolle, auf das Stück, auf die Zeit in Berlin. Und es ist einfach immer so schwierig, dass solche Pressekonferenzen immer so weit im Voraus sind, weil am liebsten würde ich morgen schon anfangen, aber nein, wir fangen jetzt Ende Oktober an. So, ein bisschen Geduld brauchen wir noch, aber das ist doch irgendwie ganz schön, sich da noch ein Stück weit drauf vorzubereiten auf die Rolle. Du kriegst das wieder. ich habe gleich die erste Frage an Alexander. Du hast es gerade erzählt, Berlin. Wir durften uns 2006 schon kennenlernen, ja. Zu Tanz der Vampire. Du hast den Alfred gespielt, sozusagen deine erste Musical-Rolle. Oh ja. 11 Jahre später, was ist denn alles dazwischen passiert? Ich darf nur sagen, was ich denke, ja. Aus dem jungen Mann ist ein Mann geworden und der passt so gut in diese Rolle rein. Ja, danke. es ist vieles passiert. Ich habe damals in diesem wunderschönen Theater wirklich anfangen dürfen mit meiner Musical-Reise. Es war damals auch eine sehr erfolgreiche Zeit, ja, also wirklich, das war, die Vampire nochmal nach Berlin zu holen, irgendwie war eine super Entscheidung. Und aber dann fing die Reise für mich ja gerade im Musical-Bereich auch erstmal richtig an. Also dann kam auch relativ fix Tarzan, Jesus Christ, Superstar, Ranger, Joseph, Saturday Night View, also da kam vieles dazwischen, also jetzt in den 11 Jahren auch ein paar filmische Sachen, also ich habe damals eine Serie gemacht, auch hier in Berlin übrigens. Also ich verbinde sehr viel mit dieser Stadt und meine Reise ist noch nicht zu Ende. Also ich bin stolz drauf, dass bald auch Nachricht von Sam auf meiner Agenda stehen wird und hoffe natürlich, dass wir Berlin nochmal erobern können mit diesem wunderschönen Stück. Ist jemand da eigentlich? Gebannt. Für einen Musical-Darsteller gibt es ja 2 große Städte im Ausland, in denen man immer schon mal spielen wollte. London und New York. Es gibt aber nur ganz, ganz wenige deutschsprachige, und ich meine jetzt Holland einfach mal ein, denen das auch gelingt und die da auch erfolgreich spielen können. Ich meine, du bist eine von den ganz, ganz wenigen, die da spielen durften und auch eine große Rolle spielen durften. Was jetzt gerade zuletzt noch, ne, etwa war im West End, 8-mal in der Woche, bam, bam, bam. Was ist denn für dich so?